Mit einem Empfang im Rathaus sind am Mittwochabend die 21. Gassensensationen in der Heppenheimer Altstadt eröffnet worden. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter wieder mit über 30.000 Besuchern bei dem Internationalen Straßentheaterfestival. Zu sehen gibt es in diesem Jahr beispielsweise Clownstheater mit Musik aus Kanada, den Jongleur und Tänzer Ben Smalls oder Albert Völkels Figurentheater vom Schweinehirt und der Prinzessin. Vor Zeiten, da stand unterhalb dieser Burg ein Baum. Und bei dem Baum, da sammelten sich krachts, krachts, krachts die Krähen. Die Burg hat der Teufel in einer Nacht erbaut. So erzählt es jedenfalls die Sage. Und bisweilen, wenn der Mond rund ist, dann kann man den Teufel bei der Burg stehen sehen. Eine schöne Burg habe ich mir da erbaut. Mit festen Türmen, einer festen Mauer. Also wir haben dieses Jahr 44 Veranstaltungen bei den Gassensensationen und der Schwerpunkt liegt bei zisternischen Darbietungen. Wir werden also Jongleure, Artisten, Pantomimen hier haben, die auf sehr unterschiedliche Weise ihre Programme zeigen. Wir haben überraschend viele Berliner dieses Jahr hier, aber auch Gruppen aus der Schweiz und Belgien. Also in Heppenheim haben wir halt ein wunderbares Ambiente erstmal, das uns bestimmt viele Städte beneiden, die solche Festivals haben. Wir haben aber auch ein tolles Publikum, die ja wirklich zu Tausenden strömen und die mit in sehr konzentrierter Form auch der Sache folgen. Also die Gassensensationen sind im ersten Schritt erstmal ein Gemeinschaftsprojekt. Das machen sie so besonders. Also die Stadt als Ausrichter in Form von Politikern, Bürgermeister, Stadtmarketing-Team sind da sehr engagiert. Auch die Sponsoren. Wir haben einen Förderverein, das heißt, die Bürger sind hier mit dabei. Jeder gibt ein bisschen was von sich zu dem Festival dazu. Also ich war also auch schon bei den ersten Gassensensationen da, musste zusagen, habe mich damals gewundert und gefragt, was etwas ohne Geld, kann das dann überhaupt was sein, was nichts kostet? Habe mich dann eines Besseren belehren lassen und muss sagen, seit dieser Zeit habe ich also, wenn es möglich war, habe ich jetzt immer wieder diese Gassensensationen besucht und besonders die Stücke auf dem Marktplatz waren, auf dem Kirchplatz waren, weil die dann immer schön im Schatten waren. Also der Förderverein Freunde und Förderer der Gassensensationen hat einen ganz, ganz großen Anteil an den Gassensensationen, stellt die ganzen Helfer während dem Festival, die immer fleißig Brezel verkaufen und Getränke ausschenken und mit dem Sektkübel klappern für Spenden. Und Spenden ist das Stichwort. Wir sammeln fleißig Gelder, die der Stadt als Finanzierung für das Festival zugutekommen und da tragen wir ein Drittel am Gesamtvolumen dran. Und ganz besonders danken möchten wir auch immer wieder den vielen Mitgliedern. Wir sind mittlerweile über 1000 Mitglieder, sind wir ganz stolz drauf, die jedes Jahr ihren Beitrag leisten, passiv und wir auch aktiv eben mithelfen, das Festival auf die Beine zu stellen.